Es war eine Zeit großer Abenteuer und Gefahren. Als Ausgestoßener durchstreift ein Illager das Land und sucht ein Zuhause. Doch er fand nichts als Hass. Getrieben von der Wut auf all seine Peiniger, wanderte er ziellos in der Welt umher. Doch nach langer Suche fand der Illager etwas, das alles veränderte. Die Kugel der Dominanz. Vom Bösen verdorben, von Rache getrieben, unterwarf der Erz-Illager alle anderen. Wer sich nicht unterwarf, der sollte leiden. Die Illager plünderten das Land. Wer würde den Mut, die Herzensgüte haben, sich der Herrschaft des Erz-Illagers entgegenzustellen? Nun, er wohl nicht. Doch vielleicht du. Und damit herzlich willkommen zu Minecraft Dungeons. Ja, ich habe so lange gewartet, dieses Projekt endlich zu starten. Und ja, gleich gibt's jetzt mehr nach der Cutscene. Das Dorf brennt. Das ist ohne Zweifel das Werk des Erz-Illagers und seiner Schergen gewesen. Sie überziehen das Land wie ein alles verschlingender Flächenbrand und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Die Zeit für Helden wie dich ist gekommen. Beeil dich! Die Dorfbewohner brauchen dich! Okay, ja, Leute, herzlich willkommen zu Minecraft Dungeons. Wir sind diesmal nicht am PC unterwegs, sondern auf der PlayStation 4. Wie ihr unfair erkennen könnt. Ich werde das Spiel erklären. Ja, und wir spielen diesmal von Anfang an, nicht wie beim ersten Let's Play. Ja, ich hatte schon mal ein Let's Play zu Minecraft Dungeons. Aber ja, das habe ich nicht ganz zu Ende geführt und ich bin da auch jetzt nicht wirklich stolz. Also, es geht. Naja, Minecraft Dungeons ist auf jeden Fall Dungeon Crawler im Minecraft-Stil und ja, ich freue mich sehr, dieses Spiel mit euch jetzt hier nochmal zu zocken. Und ja, jetzt haben wir Pfeile. Ja. Schießen das Skelett runter. Ja, wir können nämlich mit unserem Schwert schlagen, mit unserem Bogen schießen. Und ja, hier haben wir unser Inventar. Wir haben hier ein Schwert Stufe 1. Ein Bogen Stufe 1 und ja, später können wir dann auch noch Rüstung und Artefakte und so weiter freischalten. Aber das erkläre ich dann etwas später. Ich würde sagen, wir laufen ganz schnell durch den Tutorial-Level, der uns das Spiel ein bisschen erklären soll. Und ja. So, hier haben wir eine Vorratstruhe. Hier können wir uns Pfeile und Brot sichern. Brot gibt uns einfach Regeneration. Hier in der Mitte seht ihr auf jeden Fall mein Herz. Wenn das halt leer ist. Wir haben jetzt keine genaue Lebensanzahl. Sondern einfach dieses Herz und ja. Wir können, wenn wir niedriger Leben sind, einfach einen Heiltrank trinken, dann ja. Erfüllen sie unsere Leben wieder auf. Und so, gehen wir durch das Tor, aber es verschließt sich. Und das ist er, der Erz-Illager. Den gilt es zu besiegen in diesem Projekt. So, hier schlachten wir schnell die restlichen Illager ab und wir sind Level Up. Genau, Level Up, jetzt können wir hier uns was mit unserem Enchantment-Punkt genau verzaubern. Wir gehen hier auf Schürfer. Wir kriegen halt mehr Smaragde von besiegten Gegnern. Mit den Smaragden, die seht ihr ganz rechts unten, neben meinen Pfeilen und so. Mit denen können wir uns dann später ein paar hübsche Sachen kaufen. Bei den Händlern. Genau, wir haben ein Artefakt freigeschalten, einen Feuerwerkspfeil. Den können wir hier unten ausrüsten. Den kann ich euch gleich zeigen. So. Der hinterlässt einfach so eine Explosion, wenn wir den abfeuern. Ja. Der hat halt einen Cooldown, wie ihr unten seht. So, also ich kann ihn nicht spammen oder irgendwas. So. Hier haben wir einen Geschwindigkeitstrank. Wir laufen einfach für ein paar Sekunden schneller.
Und ja, ich muss sagen, ich bin ein großer Fan vom Spiel, aber ja, jetzt gehen wir erstmal in unser Lager. Und von da aus werden wir jetzt auch zu unserer ersten Mission reisen. So, hier schlagen wir unser Lager auf. Rechtzeitig retten, aber verzage nicht. Sie sind noch irgendwo da draußen und warten auf einen Helden. So, das war's mit dem Level. Also, hier können wir ein paar Stats sehen von uns. Wir haben 100% aller Gegner besiegt. Wir haben 75% getroffen, bla bla bla, und 400 Schaden gemacht. Hier können wir eine Truhe öffnen. Da ist in der Regel immer ein Artefakt drin. Hier eine Angel. Brauchen wir eigentlich nicht wirklich, aber ja. Genau, von dem Tisch aus können wir jetzt hier in den ersten Level, und zwar den Creeper-Wald reisen. Auf unserer Stärke. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns schnell die Cutscene an und dann rede ich noch ein bisschen über das Let's Play und so weiter. Auf Geheiß des Erz-Illagers sind nun alle freien Bürger Feinde des Imperiums der Illager. Irgendwo in diesen Wäldern bringt eine Karawane gefangene Dorfbewohner in ein weit entferntes Gebiet. Finde die Karawane und stoppe die Illager. Oder den Dorfbewohnern droht ein unaussprechliches Schicksal. Oh nein, Leute, das müssen wir verhindern. Mit allen Mitteln. So. Wir haben unser Schwert ausgerüstet, unseren Bogen auch, und ja, bei jedem Level Up, Level bekommen wir übrigens einfach, wenn wir Gegner killen, ganz normal wie in Minecraft auch. Ja, es gibt jetzt hier auch stärkere Gegner mit Rüstung. Ja, wie gesagt, der erste Level soll jetzt, glaube ich, noch keine Herausforderung werden. Hoffe ich zumindest. Ja, ich habe das Projekt, übrigens hier haben wir jetzt Emeralds bekommen. Die sind jetzt noch nicht ganz vernünftig, aber später werden sie das noch sein. Ja, glaubt mir. Und wir haben einen gleich guten Bogen bekommen. So. Jetzt haben wir schnell das Brot ein. Und ja, ich habe damals das Let's Play nicht ganz zu Ende gemacht. Also ich habe 3 Folgen gemacht, das heißt dann nicht ganz zu Ende. Ich habe es auch nicht richtig begonnen irgendwie. Ich habe irgendwo hier beim zweiten, dritten Level oder so begonnen. Nämlich der Level, der nach dem hier kommt. Wir schlachten jetzt schnell diese ganzen Skelette und so ab. Trinken den Schattentrank, der uns für kurze Zeit unsichtbar macht. Und wehren uns. So. Und dann? Du kommst auch noch her. Und dann retten wir unseren ersten Dorfbewohner. Und jetzt müssen wir die Karawane suchen, die Dorfbewohner sozusagen verschleppt. So, Leute, jetzt haben wir hier, wie wir auf der Karte sehen, 2 Abzweigungen. Wir gehen natürlich den Weg hier. Ich weiß natürlich auch schon, was dort ist. Ich meine, ich habe hier auf der PlayStation 4 eben einen Account, sozusagen ein Hero, höheren Level, und dann habe ich jetzt hier diesen neuen erstellt. Ja, wie gesagt, das war auch ein kleines Problem vom letzten LP, dass ich dort auch Private gespielt habe und mir keinen eigenen erstellt habe. Naja, jetzt war es ein bisschen klüger. Und ja, wie gesagt, ich finde das Spiel nach wie vor richtig, richtig geil. Also ich bin ein großer Fan davon. Und ja, das Spiel, so wie unser Kanal, wird bald 1 Jahr alt. Ja, genau, ich glaube, nächste Woche auf jeden Fall. Also Dungeons ist am 26. rausgekommen und unser erstes Video am 28. Auf jeden Fall große Woche. Ich denke, da wird auch noch ein kleines Special kommen. Ich weiß, es kam jetzt etwas länger kein Video. Und ja, wir haben jetzt hier die Schriftrolle eingesammelt und einen neuen Level namens Gruselige Gruft freigeschalten. Ja, es gibt nämlich manchmal, dass wir hier so Bonus-Level freischalten können. Und das ist ziemlich cool. So, jetzt können wir hier eine Kiste looten. Und bekommen unsere erste Rüstung. Auf Level 6 schon. Okay. Enchanten können wir sie nicht. Aber, so. Sind auch unsichtbar gewesen. Ja. Hier Apfel essen. So. Okay, da haben wir ein bisschen was Größeres hier. Kleinen Dungeon. Ja, in Minecraft Dungeons. Kleinen Dungeon. Oh, Level up. Level up, Leute. Ich würde sagen, wir packen uns einen Enchanten. Okay, warte. Wir nehmen den Bogen hier, weil der hat Giftwolke. Das verzaubern wir gleich. Das kann ich euch gleich zeigen, wenn ich einen Gegner finde. So. Genau. Dann spawnt dort einfach so eine Giftwolke, und wenn ein Gegner reinläuft, nimmt er einfach Schaden. So, hier könnten wir jetzt aus dem Dungeon rausgehen, aber wir schauen uns noch ein bisschen um. So, Leute, TNT und BUM!
Kiste mit einem Schwert auf Stufe 7. Das rüsten wir gleich aus, dass wir hier macht 10 bis 16 Nahkampfschaden und das einfach 15 bis 23, ja? Was haben wir denn hier für Verzauberungen? Echo. Einigen deiner Angriffe kann unverzüglich ein weiterer Angriff folgen, was ziemlich OP ist. Nach dem Einsatz eines Artefakts fügt der nächste Angriff Bonusschaden zu. Nein, wir werden Echo verzaubern. Ja, es gibt zahlreiche Verzauberungen und DLCs. Ja, wir werden auch die DLCs spielen. Es kommt ja nächste Woche am 26. auch ein Update raus für Minecraft Dungeons, so als kleines Jubiläums-Special, und hier kommen wir wieder raus. Kommt auf jeden Fall ein Update raus, freue ich mich schon. Und ein neuer DLC, und zwar der Ozean-DLC, den werden wir, wenn die Zeit reif ist, auf jeden Fall dann noch spielen. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt erstmal alles erklärt, was wichtig ist. Und ja, das Let's Play hat mir damals so viel Spaß gemacht und ja. Ich freue mich auf jeden Fall, das Spiel nochmal mit euch zu spielen. Okay, Leute, hier sind wir wieder. Und hier haben wir wieder eine kleine Abzweigung. So, den Creeper schießen wir schnell ab. Und gehen in diese kleine Höhle, Dungeon, was auch immer. Die Angel habe ich auch gar nicht gezeigt. Da können wir Gegner so ranangeln. So. Und hier spawnen ziemlich viele Creeper. Die sind sehr explosiv und gefährlich. Und wir bekommen eine Kiste mit einer Wolfsrüstung Stufe 3. Die ist selten. Ja, es gibt auch verschiedene Seltenheitsstufen. Ich verkaufe die Sachen, dann bekommen wir einfach ein paar Smaragde zurück, so. Es haben verschiedene Seltenheitsstufen. Es gibt die Seltenheitsstufe gewöhnlich, selten und einzigartig. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und was haben wir denn hier? Ein weiterer Dorfbewohner, den wir retten können. Der sieht aber anders aus. Oh! Okay, Leute, wir haben hier einen Händler freigeschaltet, bei dem wir dann später unsere Smaragde, die wir hier fleißig einsammeln, ausgeben können. Boom! So, dieses Essen, was ihr hier seht, das gibt uns einfach Regeneration. Das bekommen wir manchmal von Gegnern, manchmal von Tieren gedroppt. Ist immer unterschiedlich. Die Level in Minecraft Dungeons sind noch etwas länger und dauern schon mal so eine Zeit lang. Und ich werde versuchen, es natürlich kurz und knackig zu schneiden. Aber das ist manchmal nicht so einfach, wie gesagt, weil die Aufnahmezeit auch ziemlich lang ist. Aber ich werde mein Bestes geben, dass die Videos nicht zu lange sind. Ja, jetzt habt ihr wahrscheinlich gerade einen größeren Cut gehabt. Und ja, können wir hier weiter? Ja, hier geht's weiter. So, dann schauen wir uns hier noch um. Aber ich glaube, hier ist nichts. Nein. Nein, außer ein Skelett. Zack. Zack. Und zack. Oh, eine Kiste ist auch noch da, Gott sei Dank. Und so, was haben wir denn da? Eine Level 3 Axt, auch selten. 15 bis 23 Damage. Und wir haben Verbrennung drauf. Okay, ich behalte sie mir einfach mal. Ich glaube, die ist aber nicht so schnell wie mein Schwert. Macht halt mehr Damage. Ja. Aber ist halt nicht ganz so schnell, was Angriffsgeschwindigkeit betrifft. Und Leute, er ist ein Stärketrank. Der macht uns für kurze Zeit stärker. Wer hätte das gedacht? Entschuldigung auf jeden Fall, falls die Audioqualität. Noch einer. Falls die Audioqualität nicht ganz so gut ist wie bei den normalen Videos in ModQuest oder so. By the way, ModQuest kommt auch bald wieder. Aber ModQuest ist halt extrem anstrengend aufzunehmen. Also verzeiht das auf jeden Fall. Ja, die zweite Folge sollte auf jeden Fall nächste Woche irgendwann kommen. Ja, auf jeden Fall, die Videos sind halt ein bisschen länger und ich würde sagen, wir schauen hier rein. Öffnen die Vorratstruhe, snacken uns das Brot, die Pfeile, nehmen die Vasen mit und ja. Wie gesagt, die Audioqualität ist halt ein bisschen schlechter, weil ich es halt auf der PSP aufnehme. Ich habe es schon tausendmal gesagt und ich will es nicht nochmal sagen. Ich habe es aber trotzdem getan. Also, nevermind. Ja. Leute, seht ihr das? Hier ist ein Schwein mit einer Kiste. Komm mal her. So. Oh, wir haben ein neues Artefakt bekommen. Rüsten wir gleich aus. Und ein schlechtes Schwert. So. Wir haben hier den Knochen. Hiermit können wir einfach den Hund beschwören. Ist nicht nice? Ja, das ist ziemlich nice. Was ist das, Alter? Das ist so eine Art Spinnennest oder so. Und hier noch eine Axt, die wir nicht brauchen unbedingt. So, hier ist eine Truhe mit ein paar Emeralds. Ja, komm. Können wir verkaufen, dann bekommen wir, wie gesagt, ein paar Emeralds zurück. Ich habe es eh schon erklärt. Übrigens, was ich ganz vergessen habe, man kann sich hier auch ein bisschen ausrüsten mit so Cave oder so. Und wir holen uns mal einen kleinen Schwein noch dazu, ja? So.
Okay. Hier ist noch eine Truhe. Ich würde sagen, hier, das Markte. Und wir suchen jetzt erstmal die Karawane. Okay, das sieht gut aus. Befreie die Dorfbewohner. Okay, oh, hier sind schon Illager mit Rüstung. So. Zack. Okay. Hier. Erster Dorfbewohner befreit. Okay. Zweiter Dorfbewohner ebenfalls befreit. Oder Achtung, TNT, das kann uns nämlich auch selber verletzen. Ja, wie gesagt, wir haben hier unten drei Totems of Undying. Das heißt, wir werden dreimal wiederbelebt. Und ja, wenn wir das vierte Mal sterben, haben wir Pech gehabt. Ja. Ich würde sagen, wir befreien noch die restlichen Dorfbewohner und dann hauen wir ab. Nummer 4. Und der letzte ist hiermit befreit. Ich würde sagen, wir suchen schnellstens den Ausgang aus diesem gefährlichen Wald. So, hier Kühe können wir töten, dann bekommen wir hier irgendwie Essen. Keine Ahnung, warum wir, wenn wir eine Kuh töten, Schweinefleisch bekommen. Dürft ihr mich einfach nicht fragen, okay? Müsst ihr einfach mitleben. Ist so. So, Leute. So, wir sind hier ziemlich weit gekommen. Und hier noch ein Magier, der verzaubert die Gegner und verstärkt sie sozusagen, dass sie mehr Damage machen, mehr Leben haben. Und Leute, bevor wir fliehen, müssen wir diese Kiste mitnehmen. Mit Pfeilen und einem Schattentrank, ja? So, oh, zack, austeilen. Zack, 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 zack. Okay. Kein Problem. So, der Hund natzt die auch alle weg. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Bitte, Hund, geh weg. Danke. Okay, er hat überlebt. Also ja, ich würde sagen, wir verlassen jetzt den Creeper-Wald. Diese Dorfbewohner wurden dank deiner Hilfe aus den Klauen der Illager befreit. So, Leute, hier sind wir schon bei der Truhe. Öffnen schnell. Und bitte, bitte irgendwas Gutes. Ein leckerer Knochen. Ja, Leute, können wir absolut nicht gebrauchen. Aber ja, Leute, wir haben hier einen neuen Händler. Und, bevor wir zum Händler gehen, müssen wir natürlich erstmal die Smaragde holen, ja. Nämlich bei jedem Level, der neu ist und den wir geschafft haben, bekommen wir sowas. Okay, wir haben hier eine Peitsche und eine Feder. Okay, gefällt mir nicht, aber passt. Wir können auffüllen und die Gegenstände wechseln. Okay. In dem Fall gefällt mir hier gar nichts. Ja, Leute. Das war's für die erste Folge von Minecraft Dungeons. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir entscheiden schnell auf unsere Rüstung noch irgendwas, bevor wir die Folge beenden. So, hier, Bestienrausch. Der Einsatz deines Heiltranks verstärkt den Angriff und die Bewegungsschwindigkeit für deinen Begleiter für 10 Sekunden. Und Gesundheitssynergie. Bei der Aktivierung eines Artefakts erhält du etwas Gesundheit zurück. Finde ich beides nicht gut, aber ich nehme mal das. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft Dungeons.